Herzlich willkommen zurück bei Greg's Coffee Talks. Heute schaffen es endlich wieder mal Tobi und ich, dass wir gemeinsam dabei sind. Hallo Tobi. Hallo. Ich meine, jetzt haben wir auch begonnen, wir selber auch wieder ein bisschen mehr mit der Barbell auch zu trainieren, seit gestern. Ist noch nicht lang, aber muss man irgendwann wieder beginnen. Das klingt jetzt blöd, aber selbst wir kommen auch auf Sachen drauf. Nein, wir kommen sehr wohl permanent auf irgendwelche Sachen drauf, die nicht funktionieren. Jedes Mal, wenn ich mir ein Video anschaue von mir, komme ich auf irgendwas Neues drauf. Da habe ich irgendein Rope-Pull-Video gesehen, wo meine rechte Oberkörperseite, also beim Pullen quasi IT mal nachgibt auf der rechten Seite und mein rechtes Bein immer quasi, nur mein rechtes Bein sich durchstreckt, quasi auf der Suche nach Spannung nach innen. Mhm. Und gestern squatten wir und du sagst mir nach den ersten, der erste oder zweite Satz, sagst mir, linke Sprunggelenk kippt rein. Also quasi zu wenig IT auf der linken Seite, wenn ich runtergehe. Man lernt nie aus. Und in Wahrheit geht es auch nicht um Perfektion oder das muss ich jetzt fixen in dieser einen Session, sondern okay, wir sehen das in unserem eigenen Training und das ist ja eigentlich schon der wichtigste Schritt, um irgendwas zu verändern, zu wissen, was nicht funktioniert. Mhm. Und normalerweise ist der Prozess ja immer, dass man es nicht weiß, 500 Übungen ausprobiert, so ein bisschen was besser wird, aber man dann eigentlich nicht weiß, woran es wirklich liegt. Es ist wie ein Kuchen backen und einfach 20 Sachen reinhauen und einmal schmeckt er gut, einmal schmeckt er besser, einmal schmeckt er schlechter und du weißt eigentlich nicht wirklich, was du verändern sollst. Das ist dasselbe wie, wenn das Knie weh tut, gehst zum Arzt, holst dir eine Spritze, trainierst weiter und dann ist wieder gut. Und weißt aber nicht, okay, habe ich jetzt in meinem Training was verändert, was einfach die Ursache eventuell bekämpft hat, dass meine Knie weht hat, oder war das die Spritze, die mich jetzt wieder schmerzfrei gemacht hat? Ja, in erster Linie, also vielleicht im ersten Augenblick war sicher mal die Nervenrezeptoren quasi sich beruhigen und diesen Schmerz nicht mehr anzeigen, was ich für gar nicht so richtig halte. Außer du hast halt chronische Schmerzen und kannst dich nicht einmal 5 Schritte bewegen. Das heißt, du hast nicht mal die Möglichkeit, irgendwas zum Aktivieren zu beginnen. Okay, dann von mir aus. Aber du hast das Grundproblem nicht gelöst, warum dein Knie weh tut. Best case ist, dein Knie tut dir dann nachher wirklich nicht mehr weh. Für 3-6 Monate und dann fängt es ja wieder an. Worst case ist, es tut immer noch weh. Und dann brauchst du 2 Spritzen und dann tut es immer noch weh. Und dann brauchst du 3 Spritzen, dann tut es immer noch weh. Also das finde ich eine total spannende Reise. Das ist halt das, immer nur Symptome bekämpfen mit den Spritzen und nicht der Ursache auf den Weg gehen. Was mir auffällt oder jetzt aufgefallen ist wieder, weil ich jetzt seit 1,5 Wochen Schmerzen im Handgelenk habe, mir fällt es viel leichter, anderen Leuten zu helfen, in ihrer Bewegung schmerzfrei zu werden, als mir selbst. Mhm. Das ist einfach, inzwischen habe ich so einen Blick, würde ich sagen, dafür entwickelt, wenn sich jemand bewegt, sehe ich sofort, ob die Bewegung rund ausschaut für mich, ob das passt. Ich kann nicht sagen, ob alle Muskeln arbeiten, die arbeiten sollen, aber ob das eine harmonische Bewegung ist, so wie es sein soll, oder ob da irgendwas nicht passt. Das kann ich auf den ersten Blick inzwischen sagen. Aber bei mir selbst fällt es, ich meine, ich kann mich selbst nicht sehen, ich sollte mich besser spüren können, aber das erfordert so viel Konzentration, wenn ich mich in meinem Training darauf konzentrieren möchte, weil ich halt in den seltensten Fällen mache. Mhm. In meinem eigenen Training. Ich meine, ich verlange das von den Leuten, die mit mir trainieren, in den Klassen trainieren, dass sie mehr Selbstbewusstsein aufbauen, auf den Körper hören, aber jetzt mir halt wieder aufgefallen, dass ich selbst in meinem Training viel zu wenig mache wieder. Ja, woran liegt das? Also ich habe eine Theorie, weil man selbst sieht die Dinge immer so, wie man sie gerne sehen würde oder wie man gerne hätte, dass sie sind. Mhm. Und bei anderen sieht man sie meistens so, wie sie tatsächlich sind. Das kannst du jetzt sagen, okay, man belügt sich halt gerne selbst, was ja, das war ja auch eine Schutzfunktion. Und deswegen mögen zum Beispiel auch viele Leute nicht, sich selbst auf Video zu sehen, also im Training. Weil das ist schon so der erste Beweis, also ich bewege mich super, dann sehe ich ein Video von mir und der da auf dem Video, der bewegt sich nicht gut,
A, das kann nicht ich sein und B, warum muss ich das jetzt realisieren? Ja, ja, aber ich meine, dafür trainieren wir die Wahrheit ja gemeinsam. Dass wir es uns gegenseitig sagen und das fällt mir auf, das fällt mir auf, probier mal das aus, ob das jetzt ein Handgelenk ist oder was auch immer. Oder jetzt in meinem Fall, also wenn die Schulter, meine linke Schulter so ein bisschen zwickt, weniger aus dem Nichts heraus. Ich finde, das ist nicht geil. Weil ich mich dann wieder gezwungen sehe, mich damit zu beschäftigen und ich probiere wieder aus, okay, liegt es am Bizeps, liegt es am Inneren, liegt es am Äußeren, liegt es am Brachialis. Probiere ich das aus, mache es einen Tag, dann schaue ich, wie es am nächsten Tag ist. Und das habe ich 2 Tage gemacht, ist besser, aber noch nicht weg. So, nehme ich den nächsten vor. Heute machen wir Rear Delt, Side Delt und schauen, okay, finde ich ihn, aktiviere ich ihn, kann ich ihn massiv penetrieren und wie geht es meiner Schulter morgen? Und dann beim nächsten Mal kommt die Brust dran und beim übernächsten Mal kommt der Teres Major dran. Und wenn nichts von dem funktioniert, dann kombiniere ich Sachen. Sage ich, okay, dann mache ich einen Tag Brust-Bizeps-Aktivierung. Schau, wie es am nächsten Tag ist. Dann mache ich Brust-Teres Major, Brust-Rear Delt. Und dann fange ich wieder von vorne an. Dann mache ich Brust-Ding. Solche Prozesse taugen mir irrsinnig. Weil es gibt die Lösung. Es muss irgendwas sein, weil niemand ist mir gegen die Schulter gelaufen. Aber das jetzt herauszufinden, dauert wahrscheinlich wieder, weiß nicht, 14 Tage mit allen Kombinationen, die man hat. Aber mein Bizeps fühlt sich schon besser an. Ein bisschen größer auch, muss ich sagen. In diesem Sinne, get Grexy, stay Grexy und bis zum nächsten Mal. Bye-bye.